Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Cascade Correlation. Ja, Cascade Correlation ist ein Algorithmus zum Vergrößern von neuronalen Netzen. Das heißt, ihr fangt mit einem kleinen, süßen Netz an, sowas wie das hier, und habt dann am Ende ein Netz, das groß genug ist, um alle Daten überhaupt erstmal zu lernen. Und da es eben so langsam trainiert wird, hat man das Problem mit dem Overfitting nicht so sehr. Wir hören also auf, wenn das Ergebnis optimal ist. Das heißt, wir machen eigentlich einen Schritt mehr, sehen, das Ergebnis wird schlechter und gehen dann wieder zurück zu dem vorigen Schritt, wo das Ergebnis am besten war. Okay, also, wie läuft das Ganze ab? Wir haben hier am Anfang einen Input-Layer und einen Output-Layer und jedes Neuron im Input-Layer ist mit jedem Neuron im Output-Layer verbunden. Mittlerweile sind das so viele Neuronen, dass man eigentlich diese Schichten hier so darstellt. Das heißt, man zeichnet nicht mal die einzelnen Neuronen, sondern man zeichnet die ganzen Schichten. Okay, so. Was man jetzt also dann macht, ist Folgendes. Man fügt in jedem Schritt, also ich zeige euch einen Schritt und im Prinzip ist es nur eine Wiederholung jedes Mal von diesem Schritt. Ich zeige euch den ersten und den zweiten und die anderen sind danach alle gleich. Okay, man fügt also in jedem Schritt ein Hidden Neuron ein. Ihr seht, wir haben hier noch absolut keine Hidden Schicht, aber wenn wir ein Hidden Neuron einfügen, dann muss man ein paar Sachen beachten. Und zwar ist das nicht ein stinknormales Hidden Neuron, das heißt, wir biegen alles so wie hier, alles aus dem Input Layer hier auf alle Hidden Neuronen um und von den Hidden Neuronen auf den Output, sondern wir machen das Ganze anders. Wir fügen jetzt hier einfach mal, also das bleibt alles so und ich füge hier mein Hidden Neuron ein. Das nenne ich jetzt einfach mal H1 für Hidden 1. Und jetzt kriegen wir eine Verbindung von jedem einzelnen von den Input Neuronen. Also ich mache deswegen hier mal von ganz links bis ganz rechts Inputs. Also jedes einzelne der Input Neuronen kriegt eine Verbindung auf mein Hidden Neuron. Okay. Und dann verbinde ich mein Hidden Neuron mit jedem aus der Ausgabeschicht. Aber das ist sozusagen das, was wir gewohnt sind. Aber die anderen Verbindungen, die bleiben bestehen. Das heißt, die Input-Schicht ist immer noch komplett mit der Output-Schicht verbunden. Gut. Beim nächsten Durchlauf sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Da fügen wir dann hier ein weiteres Hidden Neuron ein. Ich nenne es jetzt mal H2. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kriegen wir nämlich nicht nur alle Input-Neuronen hier rein und das zeichne ich wieder mal so. Also alle Input-Neuronen gehen rein, aber auch mein Hidden-Neuron, das ich schon habe, geht da rein in mein zweites Hidden-Neuron. Und dieses zweite Hidden-Neuron geht wieder mal, dieses zweite Hidden-Neuron geht trotzdem an jedes Output-Neuron. Das heißt, wir haben nachher eigentlich keine Hidden-Schicht, sondern eine, ja, sozusagen mehrere Hidden-Schichten, die aber gleichzeitig alle mit dem Input-Layer verbunden sind und untereinander verbunden sind und mit dem Output-Layer. Das heißt, wir haben am Ende eigentlich mehr Verbindungen, als wir sie normalerweise bei einem normalen Feed-Forward-Netz hätten. Deswegen ist dann eine Technik wie zum Beispiel, ja, das, was ich euch letztes Mal gesagt hatte, Weight Elimination oder Optimal Brain Damage oder sowas, sehr sinnvoll, damit man hier die ganzen Verbindungen wieder ein bisschen reduziert. Also, was mache ich also generell jetzt beim Einfügen von so einem Hidden-Neuron? Ich kriege Verbindungen rein von jedem Input-Neuron und von jedem Hidden-Neuron, das ich bisher schon gemacht habe. Dann muss ich das Ganze, ich habe jetzt hier einen kleinen Schritt übersprungen, bevor ich diese Output-Verbindung hier mache, für jedes Hidden-Neuron, muss ich eine gewisse Gleichung maximieren, die zeige ich euch gleich noch, und danach füge ich Outputs ein bis hin oder auf jedes Output-Neuron. Ja, und falls dann nochmal eins kommt, kriegt es Hidden Neuron, das zweite natürlich auch noch eine Verbindung aufs dritte und das erste kriegt noch eine Verbindung aufs dritte und ja, das erste, zweite und dritte kriegen dann jeweils auch eine Verbindung aufs vierte und so weiter und so fort. So läuft es dann. Okay, jetzt schauen wir uns noch die Gleichung an. Wie gesagt, die Gleichung, die müssen wir maximieren, bevor wir diese Output-Dinger hier eintragen. Also bevor wir diese Gewichte hier reinpacken, müssen wir diese Gleichung, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, noch maximieren. Das heißt, wir machen nicht ein stinknormales Backpropagation, sondern wir machen irgendwie so ein anderes Dingens. Und das ist eben Standard irgendwie bei Cascade Correlation. Okay, jetzt zur Gleichung. So, das wäre unsere Funktion. Wie ihr vielleicht bemerkt oder auch nicht bemerkt, ist das hier eine Korrelation, die wir maximieren wollen. Das heißt, wir wollen nachher die neue Hidden Unit dazu bringen, dass sie genau die Aufgaben übernimmt, die das Input Layer noch nicht für uns übernommen hat. Das heißt, wir kriegen hier sozusagen eine Hidden Unit, die, sagen wir mal, unser Input Layer
kann Buchstaben A, B, C voneinander unterscheiden. Wir wollen aber A bis E voneinander unterscheiden. Dann maximieren wir die Korrelation so, dass unsere Hidden Unit 1 hier alles unterscheiden kann von D. Das heißt, diese Unit alleine unterscheidet nachher A, B, C, E oder ist es D. Und sie feuert eigentlich nur, wenn es ein D gab. Und die H2, die feuert wiederum nur, wenn es ein E gab. Das ist sehr praktisch und deswegen wollen wir diese Korrelation eben maximieren. So, die Formel dazu ist wie gesagt die hier. Das ist die Formel, die wir maximieren wollen. K sind hierbei Output-Neuronen, also aus der Output-Schicht. Und P sind die Muster, die wir haben. Gut, interessiert uns eigentlich alles nicht so wirklich. Wir wollen diese Funktion maximieren, also was müssen wir machen? Wir müssen sie ableiten. Okay, also leiten wir sie mal ab. Das sieht dann so aus. Okay, das ist also die Ableitung, wobei ich euch wahrscheinlich noch erklären muss, was hier O ist, der Output von den einzelnen Output-Neuronen. P, wie gesagt, das Muster. I ist unser Index hier, den wir berechnen wollen bei der Korrelation, also der Index von unserer von unserem Hidden-Neuron. Und O Balken I ist der durchschnittliche Output von unserem Neuron I, egal welches Muster jetzt. Also einfach der durchschnittliche Output über alle Muster drüber summiert sozusagen. Okay, E ist mal wieder der Error, logischerweise. K ist ein Output-Neuron, habe ich hier hingeschrieben. Und E Balken bedeutet hier auch sowas wie der durchschnittliche Output. Ja, und das hier sind Betragsstriche, die sollten eigentlich klar sein. Also wir nehmen was Negatives, wird positiv. Okay, bei der Ableitung ist das Ganze jetzt so, die beiden Summen bleiben uns erhalten. Wir leiten natürlich wieder nach den Gewichten ab, denn das wollen wir ja optimieren anhand der Gewichte. Und die Output-Neuronen bleiben hier erhalten, also die Summe über die Output-Neuronen, die Summe über die ganzen Muster bleibt erhalten. Und die Signumsfunktion gibt uns halt sozusagen eine Lösung für dieses Problem mit den Betragsstrichen hier an. Das heißt, Signum über diese Funktion, die hier in den Betragsstrichen steht, das hier müsst ihr hier eintragen, also sozusagen das Vorzeichen von dem, was hier rauskommt. Wenn das hier insgesamt, also von Summe P bis Ende der Betragsstriche, wenn das negativ war, dann kommt hier minus 1 rein. Wenn das positiv war, dann kommt hier einfach eine 1 rein, also einmal. So, und dann haben wir hier die Ableitung von unserer Aktivierungsfunktion. Das müssen wir natürlich so betrachten, weil wir können nicht sagen, okay, wir haben jetzt sicher eine Sigmoid-Funktion, sondern es soll ja für alle Aktivierungsfunktionen funktionieren. Deswegen Phi' einfach hier von NetPI und O, also dem Output wieder mal, und dem Error minus dem durchschnittlichen Error. Okay, lasst mich vielleicht dazu noch sagen, dass OPI folgendes ist. Ich zeige euch das einfach mal. Ja, ich schreibe es noch kurz fertig, dann hört ihr mich wieder. So, das doch als kurze Erinnerung für die Leute, die meine anderen Videos vielleicht nicht gesehen haben. OPI ist einfach der Output von meinem Eaton-Neuron. Das heißt, ich kann hier einfach Phi von NetPI eingeben und fertig sind wir schon. Okay, sehr schön. Damit können wir das Ganze jetzt mit einem Gradientenabstieg berechnen. Und wenn wir diesen Gradientenabstieg durchführen, dann haben wir irgendwann mal kaum mehr eine Änderung. Und das so lange machen wir das Ganze. Also für den Gradientenabstieg braucht ihr eben diese Ableitung. Deswegen habe ich euch die direkt mal gegeben. Und den führen wir so lange durch, diesen Gradientenabstieg, bis wir eben kaum mehr eine Änderung haben. Und danach ist eben diese Korrelation maximiert. Das heißt, wir haben hier dieses Hidden-Neuron 1 so trainiert, wie ich es euch am Anfang erzählt habe, nämlich dass das zum Beispiel für D übernimmt und das hier für E. Und unser Input-Layer schafft A bis C automatisch. Sehr gut. Und was man dann Wichtiges macht, ist folgendes. Man friert, also bevor wir jetzt dieses Hidden-Neuron 2 einfügen, friert man diese Gewichte ein. Das heißt, die können sich danach nicht mehr ändern, absolut gar nicht. Und dann trainiert man das Ganze weiter, zum Beispiel mit Backpropagation oder Quick-Propagation. Okay, das heißt, wir frieren diese Gewichte hier ein, ändern können sich somit nur noch die hier, also die zur Output-Schicht, die können sich ändern. Und als nächstes, wenn ich hier Neuron 2 einfüge, dann trainiere ich mir diese hier über diesen Gradientenabstieg, also diese drei Gewichte hier über den Gradientenabstieg, den wir hier die ganze Zeit gemacht haben, friere diese Gewichte hier auch wieder ein. Und danach lasse ich wieder mein Backpropagation oder Quickpropagation laufen und der passt mir dann hier wieder diese Gewichte an. Und so mache ich das die ganze Zeit, bis ich eben, wie gesagt, ein nicht mehr so gutes Ergebnis wie das letzte Mal kriege. Dann gehe ich wieder zurück zu dem Schritt davor, bevor wir das schlechtere Ergebnis gekriegt haben und habe mein optimales Ergebnis, was ich mit einem neuronalen Netz hier machen kann. So funktioniert Cascade
Correlation. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß, war ziemlich hart heute mal wieder, aber muss auch mal wieder sein. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.